endlich ist es soweit. Wir haben über 10 Grad und die Sonne scheint sogar heute. Und wie man sehen kann, ist hier schon ordentlich was los. Und ich kann endlich meine Frühjahrsdurchsicht machen, um zu gucken, ob alle Völker überlebt haben. Und dabei nehme ich euch natürlich wieder mit und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, wir fangen jetzt an, mit dem Smoker hier ein paar Rauchstöße reinzugeben, dass sie sich beruhigen und nach unten ziehen. Weil sie haben hier ordentlich einen Deckel eingebaut gehabt und das muss hier runter. So, dann brauche ich nochmal den Smoker. Sie machen nämlich keinen Platz. So, alles runterkratzen. Jetzt habt ihr nachher Probleme damit, dass ihr den Deckel nicht mehr richtig raufbekommt. So, das macht sie gerade etwas wütend. Müssen wir dann alles einmal absammeln. Runter. So, und jetzt werde ich mal gucken, ob ich hier irgendeinen Rahmen rausnehmen kann. Aber das sieht nicht so aus. Die sehen alle gut aus. Die haben hier halt ganz viel Honig drin. Und die bekommen jetzt ihren zweiten Brutraum drauf. Und damit die Bienen nach oben klettern, ist es wichtig, wenn ihr sie habt, dass ihr hier in die Mitte ausgebaute Rahmen reinsetzt, damit die Bienen dann Interesse haben, auch nach oben zu gehen. Hier, wenn ihr nur die habt, ja, dann müsst ihr das halt mit denen machen. Aber wenn ihr, wie gesagt, ausgebaute Rähmchen habt, dann setzt ihr die hier in die Mitte. Also ich habe hier jetzt 2 Stück drin. Man könnte auch noch 3 oder 4 reinmachen, aber 2 Stück reicht erstmal. Genau, das ist jetzt der zweite Brutraum. Dann benötigen wir ein Absperrgitter, sodass die Königin halt nicht nach oben gelangen kann in den Honigraum. Ich habe jetzt hier mal ein Kunststoff-Absperrgitter, weil ich mal testen wollte, ob das genauso gut ist wie dieses aus Metall. Hier der erste Honigform raus, richtig fest drauf, dass da auch wirklich keine Biene mehr rein oder rauskommen kann hier an der Seite. Das habe ich nämlich auch schon mal gehabt. So, dann kommt hier oben die Gaze rauf oder eine Folie. Ich habe hier jetzt die Gaze und den Deckel. Passt darauf auf, dass hier jetzt bei mir sitzen hier noch Bienen. Die müssen natürlich runter, sonst schließen wir die ein. So. Deckel rauf. Vielleicht werde ich hier noch einen Dübel rüber machen, ich finde ihn nur gerade nicht und dann sind wir hier bei dem Ableger auch fertig. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ihr verzeiht mir die Hektik. Ich habe ganz vergessen, den Brunnenrahmen reinzusetzen. Da müsst ihr natürlich dran denken, der kommt an die zweite Stelle von außen. Aber in dem nächsten Video, was von mir kommt, da habe ich an den Brunnenrahmen gedacht. Da könnt ihr euch das nochmal angucken. Und was ich euch auch nochmal sagen wollte, und zwar gibt es mich auch bei Facebook. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mich da abonnieren würdet. Da gibt es immer mal wieder Fotos von mir, von den Bienen, vom Garten. Und ich halte euch dann natürlich auf dem Laufenden, wenn es wieder ein Video von mir gibt. Genau, und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!